Okay. Weil, hier wäre auch geil gewesen zum Bauen. Hier oben drauf, ne? Ja. Wo bist du denn? Ich bin jetzt oben auf der Spitze sozusagen. Hä? Ich bin jetzt 1,8 Kilometer weg. Das heißt, du müsstest aber irgendwo hinter mir sein. Ja, wahrscheinlich. Aber ich fliege ja auch langsamer als du, ne? Ja, aber ich sehe dich aber auch nicht. Ich meine, du bist jetzt nicht so weit weg. Ja, ich sehe deinen Namen aber auch nicht. Also, ich sehe das Ding jetzt gleich. Okay. Ich warte mal einfach hier, ne? Auf dich. Aha. So 800 Meter davor. Okay. Ich bin auch gleich 800 Meter davor. Ah, da bist du. Okay, in einem Kommentar stand, glaube ich, man muss von zwei Seiten am besten. Ja, toll. Ich werde mal flankieren, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, zur Sicherheit. Hat das Ding nicht auf die Distanz schon selbst geschossen? Es schießt. Ja. Bist du tot? Nein! Wo bist du denn? Ich bin auf der anderen Seite von dir. Bin jetzt, noch 400 Meter weg davon. Steh hinter einem Baum. Ich schieß es kaputt. Ich schieß auch mal drauf. Schießt halt auch auf mich. Ich bin tot. Okay, also man sieht, die haben anscheinend auch. Ich will nur mal wissen, was das Ding ist. Da stand aber auch irgendwas mit Emergency und er bittet wohl um Verstärkung oder so. Oh, toll. Vielleicht kommen sie ja und holen mich ab. Also ich war das nicht. Ist nur da? Ja. Das hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Wie da warst du dran? Unter 400 Meter, glaube ich. Da habe ich jetzt noch... Ich hab, glaube ich, nichts mehr. Ah ja, SPRT Emergency Requesting Assistance. Ja. Ja, ja. Ja, hier, ich bin deine Unterstützung. Ich bin da. Problem ist, ich weiß halt auch nicht, wo die Waffensysteme von dem Ding überhaupt sind. Von der Seite, wo du bist, genau auf der anderen. Ah, dann müsste ich ja eigentlich nahe dran kommen. Ich weiß nicht, ob es auf der anderen Seite vielleicht auch welche hat. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also es hat nur, also schießt nur nicht auf mich. Ich habe das immer nur von der einen Seite schießen sehen halt. Was ist denn das? Ich nehme jetzt nur so viel mit, ist egal. Komm nochmal. Also ich bin jetzt 260 Meter nah dran. Okay. Und du schießt nicht. Okay, ich versuche nochmal zu dir zu kommen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich das... Bring mal ein Schweißgerät mit. Dann habe ich in der Hand. Na gut, vielleicht können wir das abbauen. Also 200 Meter und es schießt nicht. Also wahrscheinlich okay. Ist nur auf der einen Seite eine Waffe. Bauen wir ab, weißt du, die Waffe bleibt noch dran, bumm tot. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich so. Ja. Aber was ist denn das? Ist das ein Schiff oder was? Ja, muss ja. Ein Schiff oder... Ich weiß nicht, was heißt ein Freighter? Frag mich Sachen. Guck mal, ich weiß jetzt, was eigentlich ist das auf Englisch bedeutet. Es ist eh so dumm. Es ist Commercial, warum hat das scheiß Ding Waffen? Und warum sagt mir OBS die ganze Zeit meine CPUs ausgelastet? Halt die Fresse jetzt. Vor allem, da steht so richtig komisch, dass ich den Kopf so drehen muss, damit ich sehe, wie rum es richtig ist. Hä? Ja, das steht so schief an dem Hang. Achso. Und jetzt bin ich verwirrt, wie das richtig rum ist. Okay, also ich bin jetzt da, direkt dran. Okay. Also ich sehe sehr, sehr viele Conveyor-Dinger. Okay. Halt einen Container, aber halt keinen Zugriff. Aha. Es hat Türen. Nuklearreaktor? Kommt man da rein? Nee, ne? Nee, Zugriff verweigert. Scheiße, ey. Ja, deshalb meine ich ja Schweißgerät und dann... Da gibt's nicht auch irgendwie so ein Hacking-Tool oder so, dass du sowas umgehen kannst? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Weil das ist voll... Ja, aber... Oh! Was da ist denn? Ein Geschütz drin! Fuck! Bist du tot? Ja, gut, ich bin tot. Ja, ja. Okay. Wieder ist ein Geschütz drin. Der ist oben im Cockpit. Aha. Wahrscheinlich kannst du das daran ändern. Könnte ich mir denken. Aber, ach so, in dem Ding drin, oder was? Da steht an dem Cockpit steht ein Geschütz. Ach, ist das nur so eine Kontrolltafel, oder wie? Ja, nee, das ist so ein normales Cockpit, wie wir das kennen. So von der Station. Ach, und daneben steht das dann, oder wie? Ja, ja. Ach so, okay. Und das habe ich erst nicht realisiert, dass da was ist. Hm. Okay. Aber gut, man kommt da direkt bis ran.
Da kann man ja durchaus was machen. Boah, jetzt muss ich schon wieder so lange fliegen. Gibt's keinen TP-Befehl oder so? Keine Ahnung. Boah. Slash TP. Selbst dann. Ah ja, Slash TP hast du eingegeben, super. Gibt's keine Debug-Konsole? Ich glaube doch, aber ich weiß nicht wo. Bei Subnautica gibt's eine, da kann man sich einen Exosuit holen. Okay. Der ist noch nicht im Spiel drin. Ich meine, musst du gucken, musst du mal googeln. Ja, nee, ich hasse das mit den. Weil manchmal werden die ja gar nicht angezeigt, dann tippst du ja so im Freien rum. Da weiß ich nie, was ich da eingebe. Bei Gothic 3 gab es einen Befehl, das war der Marvin-Mode. Mhm. Das musst du eintippen, dann hat sich die Debug-Konsole geöffnet. Okay. Dann konntest du dich unsterblich und so machen. Okay. Aber das war halt voll langweilig. Das musst du übrigens auch mal spielen, ne, Gothic. Muss ich das? Ja. Das läuft nicht. Das läuft. Nee, das läuft nicht. Ich habe schon mal versucht zu starten. Welches? Eins? Ja. Und ich habe mir mal also Videos davon angeguckt, dass... Ja, ist halt sau alt, aber es ist halt ein Kultrollenspiel. Das ist halt richtiger Rollenspielkult, weil das hat ja das Ganze... Was ist denn das eigentlich? Weil das hat ja dieses gesamte Genre irgendwie so ein bisschen mitentwickelt. Sagst du? Ja gut. Also ich bin super gespannt auf Elex. Das ist das neue von Piranha Bytes. Super gespannt darauf. Okay, ich bin jetzt noch 600 Meter weg. Ja, du kannst ja mal kurz warten, dann können wir vielleicht zusammen rein und das Ding mal zusammentönen. Was ist denn eigentlich Argentavis? Was ist das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist eine Station. Boah, ich würde auch gerne mal so einen richtigen Kampfflieger bauen, weißt du? Ja, wie gesagt, creative rein, bauen und einfach nur Spaß haben. Ja. Und nicht mehr mit dem ganzen Scheiß rumärgern. Also ich würde ja trotzdem, selbst im Creative, glaube ich, sagen, trotzdem Ressourcen farmen. Einfach nur, falls du dann... Ja doch, weil wenn du irgendwann sagst, na komm, jetzt spielen wir wieder normal, dann hast du die Ressourcen ja, einfach. Okay. Weißt ja, du? Weil ich würd erstmal bauen, dann, ja, dann klar. Fahrzeuge, Schiffe und dann wenn kann du dann, noch wenn sagen. Du dann fertig, dann würde ich aber auch, dann würde ich ein... Hallo. Ja, das sage ich dir aber. Dann würde ich ein Bohrschiff bauen, das hat da 23.000 Bohrer einfach dran. Du fährst nur ran, du wartest, oder der Bohrer fährt nur runter und das Ding explodiert im Multiplayer. Ist mir scheißegal. Mit dem gesamten Planeten zusammen. Ja gut, das kann natürlich passieren. Aber das ist ja dann egal. Lässt sich ja wieder aufbauen. Bin gleich da. Okay. Hörst du das eigentlich? Nein, ich höre gerade nichts. Okay. Also ich bin jetzt genau... Du kannst doch mal eben kurz warten. Ne? 300... Ich gehe mal bis zu dem Baum. 347 Meter an der linken Eiche. Alles klar. Wir können ja auch einfach, Moment, wir haben doch ganz viel Munition, ne? Wir schießen uns einfach den Weg runter. Also ich meine so Richtung Erze und so. Na, ich glaube, das funktioniert nicht. Doch, du kannst den Boden aufschießen. Echt? Also hier bei mir passiert nichts. Bei mir kommen noch Steine raus. Ja, wow. Aber der Boden geht ja nicht wirklich kaputt. Ja, aber ich meine so viel Munition, wie wir haben. Ich glaube trotzdem, also ich glaube nicht, dass wir da ein ansehnliches Loch reinbekommen. Doch. So, ich bin jetzt auch gleich da. 700 Meter noch. Okay. 600. Ich guck mal in die... Ah, ich sehe dich. Okay. Okay. Hallo. Also wie gesagt, du kommst eigentlich da rein komplett, ohne dass das Ding irgendwas machen kann. Mhm. Okay. Also ich bin auch hingelaufen jetzt gerade. Mhm. Du könntest jetzt auch kommen, Secret Agent. Was, Secret Agent? Ja, du sitzt da wie so ein... Ich weiß. Splinter Cell halt, ne? Ist ja momentan beim Humble Bundle. Ja, aber ich würde gerade sagen, ist ja. Muss man mal gucken, ne? Wegen Blende. Gibt bestimmt ein paar. Muss man mal gucken, welche davon einen guten Koop haben. Ich hab geguckt, weißt du, und wenn du 10 Euro oder 9,89 oder so bezahlst, dann kriegst du The Division. Ich dachte erst, what? Aber das ist nur die Beta. Ah, okay. Und für 75 kannst du dann das Spiel auch direkt mit vorbestellen. Bist schon jetzt da hingelaufen? Ja, ich bin schon dran. Ach so, gut. Ich wollte gerade mal gucken, ob man. Moment, das Ding hat ja einen Reaktor. Wenn man den abbaut. Wenn du den kaputt machst, dann dürfte eigentlich nichts hier Strom haben. Ich weiß ja, aber nicht, ob die vielleicht... da oben sind drei Batterien. Ja. Dann baust du die halt auch noch ab. Bis die nächsten... Ja, aber da sind ja überall Geschütze. Wo bist du? Ich bin noch 230 Meter weg. Weißt du, ob sich die Geschütze richtig drehen können? Ja, können sie. Ja. Also du meinst richtig 360 Grad jetzt, meinst du? Ja, und dann auch oben und unten. Ja, können sie.
Das ist doof. Dann hätte ich nämlich gesagt, man bohrt hier einfach von oben da durch und zerstört das von oben. Aber das wird ja nicht. Uiuiuiuiuiuiuiui! Also ich bin jetzt gerade. Alter Schwede. Ach, ich bin gerade hier unter dir. Ich bin mit dem Jetpack hier hingefangen, hab den ausgemacht und bin so wie so ein Stein übers Wasser geflitscht. Ich bin jetzt gerade hier hinten rein. Okay. Und dann hier hoch. Moment, wo bin ich? Ah, wenn man wüsste, wo die Munition ist. Ja, stimmt, kann man auch einfach rausnehmen. Nee, hier bin ich rein, sorry, hier auf der anderen Seite. Wo? Ist einem ohne Eimer rum. Okay. Dann hier hoch. Aha. Und da oben ist ein Cockpit. Okay. Und dann rechts daneben steht ein Geschütz. Okay. So, ich vermute mal, die Tür wird hier wahrscheinlich überhaupt nichts bringen. Die ist wahrscheinlich nur Dekoration oder so. Schießt du? Mhm. Oh Gott, ich bin direkt einfach gestorben. Boah, dauert das lange. Ja, Alter, ja. Das ist Vereinsgerät und dann noch der Server, ne? Und der Respawn, der dauert einfach voll lange. Okay, deine Leiche liegt doch hier unten. Ja, ich bin ja direkt einfach umgekippt. Als ob sie sagen würde, hilf mir! Ach, aber man behält Munition nach dem Tod. Echt? Das weiß ich nicht. Nee, hä? Ah, nee, keine Munition. Ich frage, wo sind die ganzen Geschütze? Also eins, wie gesagt, ist da drin. Ich guck aber gerade mal so vorsichtig, ob ich die anderen sehe. Kann man keine Granaten bauen? Hier oben drauf eins? Okay, so geht's runter, alles klar. Nee, oben drauf ist keins. Nee, oben ist keins. Ich glaube, dann auf der Seite, wo du vorhin warst, ist auf jeden Fall eins. Und ich wette, da hinten auf der anderen Seite drin ist wahrscheinlich auch eins. Hier ist auch keins. Assembler. Achso, das sind einfach nur Säulen, alles klar. Montageanlage, ne? Wo sind die? Ach, die Batterien sind da oben. Ja, und da drunter ist noch ein Reaktor. Dann war auf der Seite, wo wir rein sind, war noch ein Reaktor. Das Problem ist, du baust dich ja nur dumm und dämlich ab. Du kannst es ja ganz gar nicht komplett ohne Energie lassen. Das ist ja das Problem. Boah, ist doch weil sonst, echt lange, ey. Weil ich glaube, wenn da auch keine Energie mehr ist, weiß ich halt nicht, wie das mit dem Zugriff noch ist. Ja gut, du kannst... Also Türen kannst du sowieso nicht mehr öffnen ohne Energie, ne? Ja, aber du kannst ja dann auch... Im Grunde, ich weiß nicht, ob du das nur über diese Schalltafel machen kannst. Dass du sagst, okay, ich ändere darüber so, jetzt den... So, der Reaktor dürfte nicht mehr funktionieren. Ja, aber du musst sämtliche Batterien, aber da war noch ein Reaktor. Das sind, ich glaube, unter den Batterien war noch einer. Ja, den habe ich. Und dann war, glaube ich, auf der Seite, wo wir raus sind, war auch einer. Ja, man muss halt ein bisschen vorsichtig vorgehen hier. Weil es sind, glaube ich, sogar 4 Batterien. Ja. Ich will die auch nur so weit abbauen, dass die nicht mehr funktionieren. Ja, reicht doch. Aber das dauert halt, ne? Ja. Das ist voll. Das ist besser, ja. Also sneaky-mäßiger als in Metal Gear, ey. Da muss man sich anschleichen. Ah, ich hätte ja wieder richtig Bock auf irgendwie so schönes Tom Clancy-Spiel. Also irgendwie so Splinter Cell oder so. Hätte ich richtig Bock mal wieder drauf. Richtig so. Bock. Ja, ich mag's, ich kann es nicht, aber ich mag das. Ich kann eigentlich überhaupt nicht stealthen. Na, ich auch nicht mehr. Also ich versuch's immer. So. Und dann ist der erste Gegner und dann scheitere ich normalerweise. Da ist das Geschütz. Tot? Nee, ich weiß auch nicht, ob es mich gesehen hat, aber ich gehe davon aus. Welches denn? Ah, okay, das ist doch keine Batterie gewesen, ist klar. Das außen. Ah, was mich als vorhin abgeschossen hat. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob du mit dem Gewehr überhaupt Schaden gegen die Teile machst. Ja, ich glaube schon, aber wenig. Also sonst schießt du die Batterien einfach ab. Ja, gut, könnte man natürlich auch machen. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen hier zurück. Ich glaube, es macht echt wenig Schaden. Warte mal, ich schieß mal auf die ich noch nicht angelutscht habe. Gucken, ob da was passiert. Na. Ich glaube, da rechnen die Schüsse gar nicht aus. Ah, es macht Schaden, aber sehr, sehr wenig. Also eine Stahlplatte habe ich jetzt rausgeschossen. Oh. Mit keiner Ahnung, wie viel Schuss. Ey, teuer, jetzt baue ich das hier auch noch wieder zusammen, oder was? Ja. Hast du die Stahlplatte wieder dran gemacht, oder? Nee, was anderes, was kaputt war.
So, mal gucken nach 100 Schuss, wie viel Schaden ich gemacht habe. Zwei Schreib dann. Ja, ich glaube nicht mehr. Oh, okay, ich habe da die, okay, die haben jetzt kein Solarpanel mehr dran. Wie, das Solarpanel abgeschossen? Ja, die Verbindung dazu. Hm. Okay, ich bin jetzt auch wieder da. Okay. Hi. Ja, geil, 100 Schuss, ich habe viel Stabplatten rausgeschossen, ey. Läuft, dann geht das halt mit dem Abbau auch schneller. Obwohl das ja schon mega langsam ist. Naja. Ich sehe nur, wie du da am Rumschleifen bist. Ich meine hier gerade irgendwo noch einen Reaktor gesehen zu haben. Das kann gut sein, weiß ich nicht. Aber ich glaube... Ah, ja, der war... Hast du? Was ist das denn? Okay. Das ist ein hier ist auch ein Gravitationsfeldgenerator. Okay. Ach nee, das waren zwei Gyroskope, die ich meinte. Okay. Gut, das heißt, wenn ich die eine jetzt hier disabled habe, dann dürfte hier kein Strom mehr drauf liegen. Wie komme ich hier raus? So. Nie wieder. Ja, ich befürchte es nämlich auch. Das ist ein Labyrinth. Das werden wir ja daran sehen, wenn dann... Okay. Nee, irgendwo ist noch Strom. Also die ganzen, hier läuft noch alles. Aber ich weiß halt nicht, ob das zählt. Also was zählt? Ja doch, wenn kein Strom mehr ist. Brauchen die Strom? Ah, ja. Wofür brauchen die Strom? Doch, wenn du die Batterie ausmachst, dann ist das eigentlich auch mal alles aus. Ja, um zu transportieren, brauchen die Strom. Aber das Geschütz bewegt sich halt auch noch. Ah, ja gut, das wäre ein besserer. Wir könnten mal hier uns hier durchbohren. Wo ist hier? Ich baue mich mal da, wo das Geschütz ist, kurz durch. Ich baue mich gerade hier durch diese blaue interne Mauer mal durch. Okay. Weil ich mal wissen will, was da noch drin ist. Ich habe Angst, da reinzugehen, weil ich direkt wieder wahrscheinlich sterben werde. Wow. Okay. Ach, du bist unter mir, okay. Also hier sind Container. Ich baue mich über dir durch. Ja, man hätte natürlich auch nur eine Wand kaputt machen können. Nö, dann war einfach alles kaputt. Also hier sind nur Container und die Montageanlage. Da und kann, so. Ja, da kann man nicht rein, ne? In die Container? Ja. Nee, kein Zugriff halt. Wo war denn das Geschütz? An welcher Wand ist das? Warte mal. Hier, da. Die Richtung, wo ich jetzt schleife. Moment, ich seh dich so schlecht. Hier, siehst du mich besser? Ja, toll, ich muss mich hier durch die Frachtcontainer, durch die großen durchkämpfen. Wo ist denn das Geschütz, wo du meinst, das Cockpit? Kannst das du das ist von... nicht an der Wand. Ja, aber ungefähr so, wo die Stellung ist. Dann kann man ja vielleicht sich da irgendwo durchbohren oder so? Kann ich nicht sagen, genau. Also jetzt nicht so, weil ich ja nicht genau weiß, wie lang wie breit das Teil ist. Also ich baue mich jetzt einfach mal von unten da durch. Guck mal rein. Okay. Aber... Das Problem ist... Okay, es müsste hier irgendwo sein, wo ich jetzt gerade bin. Okay. Aber ich weiß halt nicht, wie hoch das Teil noch geht. Ja gut. Bau mal einfach hier ein bisschen außen ab. Ne? Ich habe doch keinen Bock, dann direkt gleich wieder angeht jetzt davon. Ja gut, du weißt ja von innen aber, wo es ist halt, ne? Ja, von innen wüsste ich es, aber halt von außen nicht. Was ist das? Und da geht's hoch, das müsste hier schon irgendwo sein, oder? Alter, das sind zwei... Okay, hast du geschossen? Nee. Dann hat das Geschütz geschossen. Auf dich wahrscheinlich, oder auf mich? Ich weiß nicht, also ich habe jetzt eine von außen abgebaut und da liegt dann noch eine Wand.